Players, das Golfmagazin. Diesmal mit einem Skihelden im Zillertal. Wir plaudern mit Olympiasieger, Weltmeister und Weltcupsieger Stefan Eberharter über seine Erfolge, seine Liebe zu Golf und warum ihm ein Kitzbühel-Sieg so wichtig ist. Außerdem haben wir einen ganz besonderen Sportler des Jahres besucht. Schauen hinter die Kulissen des Golfverbands, sind dem Mythos Hole-in-One auf der Spur und stellen die Helden von morgen vor den Vorhang. Heutzutage kann wirklich schon jeder Golf spielen. Er ist mein persönlicher Sieger heute. Sauber, sauber, voll riskiert. Wie fährt das U-Hackerle? Sauber. Ich sage, bleib mal schön drüber. Er nimmt sehr das schön, Geschwindigkeit mit, er nimmt alles mit. Los, das nichts wird anbrennen. Ja eine Sechserzeit. 1:06:64. Ja, auf jeden Fall sicher eines meiner besten Rennen überhaupt in meiner ganzen Karriere. Es war halt nochmal das Richtige. Ja, heute will ich wirklich gewinnen. Ich hab mir, bitte nicht falsch verstehen, ganz selten das Ziel gesetzt, ich muss heute gewinnen, sondern ich habe immer gesagt, gib dein Bestes, deine beste Leistung, dann kommt auch immer was Gutes raus. Aber damals, 2004, da war zwei Tage vorher eine Ersatzabfahrt und da bin ich um eine Hundertstel Zweiter gewesen. Und ich habe irgendwie geahnt, das könnte meine letzte Abfahrt sein. Ich habe gesagt, so, heute muss es passieren. Und dann habe ich einen Traumlauf erwischt und es ist mir alles aufgegangen. Stefan Eberharter ist Olympiasieger, Weltmeister, Gesamtweltcupsieger und doch ist ihm sein letzter Kitzbühel-Sieg 2004 lieb und teuer und noch bestens in Erinnerung. Ein perfektes Rennen eben. Wenn man ihn heute trifft, hat man das Gefühl, sein ganzes Leben ist bisher ein perfekter Lauf. So entspannt und gelöst präsentiert sich der Zillertaler. Was ihm wichtig ist, welchen Stellenwert Golf in seinem Leben hat und wie aus ihm der Steff wurde, der er heute ist, erzählt er uns in seiner sonnigen Heimat. Meine Eltern, die waren begeisterte Sportler, die sind im Winter gern Ski gefahren und wir Kinder sind natürlich, also ich habe da zwei Brüder, automatisch mit von der Partie gewesen. Und ja, so hat das Ganze seinen Anfang genommen. Es war einfach die Freude am Anfang da. Wir sollten Spaß daran haben und das haben wir auch gehabt. Und das andere ist dann alles gewachsen. Wir haben am Vormittag die Schule gehabt, Nachmittag war Sport oder im Winter eben das Skifahren. Und das hat mir eben taugt. Weil ich auch so, wie sagt man im Zillertal, so ein Springginkerl war, so ein bewegungsfreudiges Kind. Bist du das nach wie vor? Nicht mehr so wie früher. Nein, ich bin schon noch sehr aktiv. Also ich bin sportlich viel unterwegs. Ich habe eigentlich so meine Sportarten im Winter, ist nach wie vor der Skisport, aber auch der Langlaufsport. Und im Sommer ist es der Golfsport, aber auch das Radfahren, das mir nach wie vor gut taugt. Das heißt, ich bewege mich gern, bin gern draußen, ich brauche ein bisschen das Auspowern. Das ist völlig konträr gegen das Golfen, weil beim Golf braucht man halt diese gewisse Präzision, was man hat, die Ruhe, die muss man auch haben, eine gewisse Geduld. Für mich, der Golfsport, da lernt man nie aus, da steckt ein tieferer Sinn dahinter. Das kann man nicht erzwingen. Es geht mal gut und mal schlecht. Und man muss die guten Dinge genauso nehmen wie die schlechten. In Erinnerung bleiben selbstverständlich die guten Zeiten. Fällt einem der Abschied, wenn man am Höhepunkt abtritt, besonders schwer? Ich habe dieses bekannte Loch nie gehabt, nie gespürt. Der Skisport war immer das meine. Also es ist von dieser Freude hin zur Leidenschaft geworden. Und wenn man dann mal den 30er überspringt, dann denkt man sich, ja, 2, 3, 4 Jahre vielleicht, und wenn es gut geht, dann ist es vorbei. Was kommt dann? Irgendwann einmal spielt das Verletzungsrisiko, das Gesundbleiben auch eine Rolle. Wir hatten einen sehr gefährlichen Sport. Dann, was ist mit der Familie einmal?
All das hat in meiner Karriere nie Zeit und Platz gehabt. Bei mir war es so, wie dann der Zeitpunkt da war, habe ich genau gewusst, jetzt ist er da. Und eigentlich war es eine Flucht nach vorne. Ich habe gesagt, endlich ist es jetzt vorbei. Fehlt der Rennlauf? Fehlt die Herausforderung? Es ist schon so, wenn ich irgendwas mache oder irgendwas neu beginne, vielleicht auch mit irgendeinem Hobby oder was, nehmen wir zum Beispiel das Harmonika spielen, ein langes Hobby von mir, dann nicht nur, dass es aus Jux und Tollerei passiert, sondern habe ich schon gewisse Ziele und sage, okay, ich möchte das und das erreichen. Ich möchte schon so ein Schürzenjäger-Stickler mal richtig flott und knackig spielen können. Das schon. Und mit anderen muss ich mich aber nicht mehr duellieren oder messen. Also es ist schon ein Plan immer da, aber wie gesagt, auf das, was du hinaus willst, dass man permanent immer noch so ist wie früher, dass man immer eine Challenge braucht, dass es ohne den gar nicht geht, so ist es nicht. Tiger Woods feiert gerade sein gefühlt 100. Comeback nach vielen Rückschlägen. Auch Stefan Eberharter hatte nicht nur rosige Zeiten. Wie schafft man den Weg zurück? Wie du gesagt hast, nach oben gegangen wie eine Rakete bis zum 21. Lebensjahr. Mit dem Gewinn der Doppelweltmeisterschaft damals in Saalbach hinterklemmen und dann sofort bergab, weil viele Dinge nicht mehr passt haben. Ich war verletzt, Material war nicht gut und daraus resultierend war natürlich Selbstvertrauen auch nicht das Beste. Wenn es jetzt 2-3 Jahre nicht läuft, denkt man sich, hey, was ist da los? Aber was ich immer gehabt habe, war dieser Drang, auch das Verständnis, dass es einmal Zeiten gibt, wo es nicht so gut läuft. Ich habe immer gewusst, warum ich das tue. Und nicht wegen Ruhm oder wegen Geld oder Anerkennung, sondern ich habe es nur wegen mir gemacht. Nur wegen mir. Und ich habe am meisten eigentlich aus dieser Zeit gelernt, aus diesen 5 Jahren, wo es nicht so gut gelaufen ist. Denn wenn es nicht läuft, dann sagst du, jetzt morgen nicht mehr, dann wirst du nicht weiterkommen. Und das muss, glaube ich, jeder erfolgreiche Mensch haben. Eine gewisse Leidenschaft. Wo es bei mir gar nicht gut gegangen ist. Ich glaube, 96 habe ich dann angefangen. Da war gerade so meine Zeit, wo es fast vorbei gewesen wäre beim Skisport. Ich habe dann da noch mal eine Chance bekommen, mich noch mal zu beweisen. Aber genau da habe ich dann auch mit dem Golfsport angefangen. Das Witzige war, eigentlich müsste ich mal sagen, nein, nichts anderes als Skisport jetzt. Da hat jetzt nichts andere Zeit. Und ich habe mich dann irgendwie geöffnet, nicht bewusst, es kam irgendwie von meinem Gefühl aus dem Bauch heraus, nein, jetzt mal ein bisschen Abstand vom Skifahren, andere Dinge auch machen. Da hat mir das Golfen eigentlich ganz gut gepasst. Und was mir so gut taugt hat am Sport, vom Golf, war, dass wir im Winter haben es immer kalt, weiß, eher ungemütlich, sage ich mal, so wenn man in der Früh am Lift hockt, schon sein Training absolvieren muss. Und beim Golf ist dann alles so wie heute schön. Die 2000er waren goldene Zeiten für den österreichischen Skisport. Wäre Steff lieber heute Rennläufer? Heute möchte ich, glaube ich, nicht mehr fahren. Es hat sich doch wieder ein Stück weiterentwickelt. Heute fährt man auf Schienen und wenn da irgendwas passiert, also der Druck nicht genau passt, man kommt hinten rein, der Ski ist der mal auf der Kante, fährt der seine Kurven weiter. Aber wenn du in die Richtung fliegst, geht der Ski da um mich und das verdreht das Knie und dann ist es kaputt. Das hat es damals in meinen Jugendjahren oder zu Klammerszeiten nicht gegeben. Ich bin froh, dass ich diesbezüglich eigentlich ganz gut rausgekommen bin. Denn eins muss ich schon sagen, gefährlich ist der Sport. Ich habe natürlich auch hin und wieder, das gebe ich ganz ehrlich zu, darüber nachgedacht, was mir hätte passieren können in meinem Sport. Da war ja, wie gesagt, hochgefährlich. Wenn du dann Querschnitt hast, was dann? Und da ist der Sport natürlich schon ein großer Teil, damit solche Menschen wieder ins Leben hineinfinden, ein bisschen Freude am Leben wieder haben, da irgendwelche Ziele sehen. Der Behindertensport, man sieht's, die sind alle so begeistert, die blühen da wieder richtig auf. Und deswegen glaube ich und bin überzeugt, dass der Sport nicht nur für die Behinderten oder für Leute, die es nicht so gut geht, sondern auch für uns alle, ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Olympia.
Olympiasieger, österreichischer Meister, Sportler des Jahres. Und nein, wir reden ausnahmsweise nicht über einen unserer Skistars. Der Wolfsberger Alexander Flechl ist Golfer. Und als Golfer ist er auch der Erste in Österreich, dem all diese Ehren zuteil wurden. 2015 holt er Gold bei den Special Olympic Games in Los Angeles. Und 2021 wird ihm bei der großen Sporthilfegala der Niki für den Special Olympics Sportler des Jahres überreicht. Die Nikis für die Special Olympics Sportlerin und Sportler des Jahres: Sarah Maria Barmegger und Alexander Flechl. Eine große Auszeichnung für den Mann, der seit seiner frühesten Kindheit nach einem Unfall mit seiner Behinderung lebt. Alexander hat mit 13 Monaten einen schweren Verkehrsunfall gehabt, mit schweren Schädelverletzungen. Dann hat sie natürlich auf ihn schauen müssen. Nicht? Mit 4 Jahren ist er dann in den Kindergarten gekommen, aber da oben hat er viel gelernt. Grundlage für die vielen Talente, die der heute mittlerweile über 30-Jährige besitzt. Eine seiner Stärken ist die Arbeit mit der Natur, die er in seinem Beschäftigungsumfeld am Katzelhof, einer integrativen Werkstätte der Lebenshilfe Kärnten, auslebt. Dann ist es da, etwas herausnehmen oder ausstechen, alles ist dabei. Ja. Und dann so auf die Seiten so und dann passt. Am Katzelhof, das ist unsere Außenstelle sozusagen, das ist unsere Gartenwerkstatt mit Geschmack. Und dort können dann Menschen mit Behinderungen einfach in der Natur arbeiten. Sie können dann wirklich sehen und Produkte aufziehen, garteln und dann ernten und die Produkte verarbeiten. Also ich finde, dieses Arbeiten in der Natur, das baut bei den Klienten Stress ab. Sie haben die Ruhe, sie haben Zeit. Der Alexander wäre ein kompletter anderer Mensch. Würde es die Integration mit anderen Leuten oder mit den Wolfsbergern nicht geben? Eben im Traum. Integration, die der lebenslustige und kommunikative Kärntner in seinem Zweitjob auch im Café der Lebenshilfe mitten in der Stadt Wolfsberg mit Begeisterung lebt. Also das mit dem Café drin und das passt auch gut, einmal in der Woche oder auf zweimal in der Woche. Also wir schauen einfach, was taugt den Menschen und worin sind sie gut? Was sind ihre Stärken? Und beim Alexander merkt man einfach, seine Stärke ist auch der Umgang mit den Menschen. Sie sind der Golfprofi, das ja. Ist ja toll. Ah. Ich bin Olympiasieger. Olympiasieger. Natürlich ist seine Stärke auch der Sport. Welche positive Wirkung kann Sport haben? Also jede Sportart und darunter auch Golf, die verbindet einfach. Inklusion und Sport, das gehört zusammen. Weil das spürt, glaube ich, jeder. Im Sport spürt man Gemeinschaft, da spürt man den Teamgeist und das ist einfach enorm wichtig. Schwimmerin ist sie? Schwimmerin. Bist du Olympiasiegerin? Ja, oder? Mein erster Platz. Super. Wart ihr gemeinsam bei der Olympiade? Ja. Sport ist ja eigentlich auch das Arbeiten heraußen in der Natur. Die Leidenschaft für den Golfsport hat Alexander Flechl seinem Vater zu verdanken, der nach wie vor zu seinen großen Vorbildern zählt. Alexander war 14, dann sagt der Radeschnig oben, Alexander könnte auch golfen anfangen. Dann denke ich, wie soll das funktionieren? Das geht ja nicht. Und dann haben wir halt probiert. Und dann haben wir einen Trainer gehabt, einen Jungen, der hat mit den Kindern auch gut können umgehen. Gell? Und so hat sich das halt entwickelt. Die Bewegung am Golfplatz hat aber nicht nur integrative Vorteile. Kann Golf auch ein Teil der Therapie sein? Erstens schon einmal von der Körperbeherrschung und das Motorische. Nicht? Weil bei Golf ist es so, der kleinste Fehler wirkt sich schwer aus. Nicht? Und da muss halt motorischer mit. Gell? Im Golf spielen auch Leistungsunterschiede in der Gruppe keine Rolle. Das gibt es ja beim Golf, das ist das Gute. Wenn ich heute Tennis spiele, wenn er starker ist und der schwacher, das passt halt auch nicht. Beim Golf ist das wurscht, gell? Eine Erfahrung wie Olympische Spiele, die die wenigsten von uns machen dürfen, ist ein Lebenshöhepunkt und Lohn für alle Anstrengungen. Ich bin vor 3 Jahren zur Lebenshilfe gekommen. Und das Erste, was der Alexander mir erzählt hat, dass er in Los Angeles war. Olympiasieger, ja. Echt cool.
Es ist egal, welche Beeinträchtigung der Klient hat, für uns ist jeder gleich. Inklusion ist ja nicht nur für eine bestimmte Gruppe, sondern Inklusion ist etwas, was ja für jeden von Vorteil ist. Wie schafft man es, bei all den Erfolgen so geerdet zu bleiben? Das hat mit Schaffen nichts zu tun. Ich glaube, ich bin einfach ein bodenständiger Mensch. Ich bin kein materieller Mensch. Ich bin am zufriedensten, wenn ich gesund bin, wenn ich was machen kann und wenn es mir und meiner Familie gut geht. Das ist mir das Allerwichtigste. Ich spiele mir nicht in den Vordergrund und ich nehme mich selber einfach nicht so wichtig. War nach der Karriere ein Job im Skiverband nie Thema? War kein Thema, und zwar deshalb nicht, weil ich kann nicht wieder in dieses Leben eintauchen, dann ist wieder keine Zeit für Familie, für irgendwas anderes, weil das hatte ich sowieso nie. In dieser Serie möchten wir ein wenig hinter die Kulissen von einem der größten Sportverbände Österreichs blicken. Der Golfverband als Fachverband für den Golfsport in Österreich hat viele Säulen und ambitionierte Ziele. Eines davon ist die Inklusion, das heißt Integration von Menschen mit Beeinträchtigungen in den Golfsport. Wir sind, glaube ich, der einzige Sportverband, der den Behindertensport komplett integriert hat in das normale Sportprogramm. Und wir glauben schon, dass unsere Arbeit Vorbildwirkung hat für andere Sportverbände, dass wir das auch mehr forcieren. Wir nehmen das sehr, sehr ernst, Spieler mit Behinderung zu fördern und damit man diesen Leuten hilft, dass sie ihre Behinderung vergessen im Spiel, im Sport. Das ist enorm wichtig für ihr Selbstbewusstsein, für ihre Tätigkeit im normalen Leben, dass sie nicht abgesondert werden, sondern dass sie im normalen Leben integriert sind. Und das ist für ihre Seele und für ihren Kopf enorm wichtig. Ich wende mich als Spieler, wenn ich spielen will, an den Verband und wir helfen dem Spieler, Turniere zu spielen, Training zu machen. Und die werden dann in den normalen Kader eingebaut, werden in die normalen Turniere integriert. Das, glaube ich, sind wir wirklich die Einzigen, die in dieser Form das machen. Wir sind in Kontakt mit den verschiedenen Kliniken, mit verschiedenen Institutionen und helfen auch dort ganz normalen Spielern, ganz normalen Leuten, die nur versuchen, im Club zu spielen oder sonst wo zu spielen, ohne dass sie groß in den Sport einsteigen wollen, weil es nur das gesunde Spiel für diese Leute schon sehr, sehr wichtig ist. Er findet ein neues Lebensgefühl, dass er eine neue Aufgabe hat, die für ihn machbar ist. Golfsport fördert die Psyche, fördert die Konzentration, dass er sicher beim Golfsport am ehesten seine Verletzung, sein Handicap vergessen wird. Dann wird das ihm sicher eine große Hilfe sein und er wird großen Spaß daran haben, den Golfsport auszuüben, weil er da wirklich in der Zeit, wo er Golf spielt oder sich mit Golf beschäftigt, seine Verletzung hintanstellen wird. Golf ist in dieser Richtung sehr federführend, weil wir ja schon ein Handicap-System haben für den Gesunden. Und es wird kein Unterschied gemacht. Und das ist auch ein großer Vorteil vom Golfsport, dass das möglich ist. Und das Wort Handicaps sagt ja schon voraus, dass auch bei den Gesunden unterschiedliche Leistungen erwartet werden. Und die Integration der gesundheitlich gehandicapten Leute ist dadurch natürlich in den normalen Spielbetrieb, in das normale Golf, wesentlich leichter als wie in anderen Sportarten, wo das nicht möglich ist. Golf ist ein toller Sport für alle. Wenn ihr Lust habt, Golf zu spielen, wendet euch an uns, an den Golfverband. Wir helfen, wo es nur geht. Wir helfen euch, den Golfsport auszuüben. Ich kann nur garantieren und euch versprechen, dass ihr sehr viel Spaß daran haben werdet. Das ist Sport, mental gesehen, ist für mich Golf, weil du eben über lange Zeit mental voll da sein musst. Aber was da so schwierig ist, man lebt mit seinen Hoch und Tiefs. Apropos Hoch, schon einmal ein Hole-in-One gespielt? Hab schon mal eins gespielt, und zwar bei uns auf dem Platz, bei einem Par 3, logischerweise, und einmal sogar in Kitzbühel. Da gab es einmal, und ich glaube, es gibt jetzt wieder diese Strife-Attack, wo man von oben runter spielt. Und das Opening Hole, wo natürlich vom Starthaus raus bis rüber zur Mausefalle. Schießt da raus vom Starthaus,
Der hat ganz gut ausgehört, nur hat man nicht gesehen, wo der aufkommt. Der ehemalige Zielsprecher, der Horn, funkt runter. Was ist mit dem Ball vom Eberharter? Hast du den gesehen? Fragt Hedi. Ja, ja, wo ist der? Im Loch. Hole in One, ein Begriff fast wie ein Mythos. Wahrscheinlich der bekannteste aus dem Golfsport, der sogar Nicht-Golfern ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Für ambitionierte Golfer ein Traumschlag. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Natürlich, Glück gehört dazu, wenn der Ball mit nur einem Schlag von der Startbox ins Loch soll. Ab und zu sind es die gar nicht so perfekten Schläge, die trotzdem zum perfekten Ergebnis führen. Wer aber denkt, dieser Zauberschlag ist etwas Alltägliches und jeder Golfer kommt im Laufe seiner Karriere einmal in den Genuss? Nein, so einfach ist das nicht. Hast du schon ein Hole in One gespielt? Nein. Warst du knapp dran? Nein. Es hängt natürlich von den Umständen ab. Von der Länge des Lochs, aber auch der eigenen Spielstärke. Die Wahrscheinlichkeit, ein Hole-in-One zu schlagen, ist beim durchschnittlichen Amateur etwa 1 zu 12.500. Das heißt, nur einer von 12.500 Abschlägen auf einem Par 3 geht direkt ins Ziel. Es ist schon länger her, aber ich habe es gespielt. Ja. Wo war das? Am Loch Nummer 2 in Himberg. Die Runde war dann beendet und ich glaube, wir haben dann richtig, alle eingeladen. Der Hannes hat mit mir gespielt, der Freund von mir. Sag ich, du hast ihn ja gesehen, der muss ja wohl irgendwas sein. Ich habe gleich 10 Minuten gesucht und dann schreit er, hoppa, da drinnen ist er. So war das. Wer jetzt glaubt, dass Profis das leichter fällt, nein, nicht unbedingt. Professionals sind zwar routinierter, aber auch bei den Profiturnieren geht statistisch nur jeder 2500. Schlag direkt ins Loch. Also auch Berufsspieler benötigen eine Portion Glück. Ich habe sogar, ich glaube, 5 als Pro, 5 Hole-in-Ones gehabt, 3 davon waren mit Preisen. Ich sage immer 8,5, ja. weil eins habe ich mit provisorischem Ball geschossen, das war echt angenehm, war ein nettes Paar. Nein, aber eigentlich die meisten alle im Turnier, Gott sei Dank, und einmal sogar Auto gewonnen. Wie viele Hole-in-Ones hast du in deiner Karriere schon gespielt? 11? Ernsthaft? Ja, vielleicht auch 12. Keine Ahnung, es ist Glück natürlich zum gewissen Grad, aber ich habe auch schon 4 im Turnier, ja. Gelingt dann das Hole-in-One auch noch auf der richtigen Bahn, also dort, wo Sponsoren einen Sonderpreis fürs Ass werbewirksam präsentieren, dann dürfen sich die Profis oft über Preise freuen, die sogar jenseits des Preisgelds liegen. Dann wechseln schon einmal Autos, exklusive Sachpreise und auch mal eine Yacht ins Eigentum des glücklichen Schützen. Bei den 2 Hole-in-Ones zum Beispiel, wo ich Autos gewonnen habe, da habe ich beide Male auch gesehen, dass er reingegangen ist. Also so, es passieren unglaubliche Sachen, aber natürlich war jetzt diese 2 Hole-in-Ones im gleichen Turnier ein Jahr hintereinander und beide Male Sonntag, beide Male gleiche Fahne, gleiche Schläger. Das erste Mal habe ich das Auto gar nicht behalten. Das Jahr drauf hat es dann einen Diesel gegeben, der auch verbrauchstechnisch angenehmer zum Fahren war und den fahre ich jetzt mittlerweile seit guten 10 Jahren. Waren die teuren Preise lange Zeit den Profis vorbehalten und ein Amateur, der das Auto freudig entgegennahm, riskierte eine Turniersperre, ist das Hole-in-One mittlerweile zum Glücksspiel avanciert und somit vom Amateurstatut ausgenommen. Jeder glückliche Hobbygolfer, dem so ein Jahrhundertschlag gelingt, darf nun mit dem neuen Auto nach Hause fahren. Ich hab überhaupt nicht dran gedacht, an so etwas. Schau gar nicht ans Auto. Ich wollte ja nicht spielen. Und dann habe ich halt doch nachgegeben. Und dann ist das Wunder passiert. Das war ein ganz perfekter Start. Voll kerzengerade, den richtigen Punkt erwischt, dann war er im Loch. Eine besonders spektakuläre Hole-in-One-Challenge gibt es im südafrikanischen Legends Golf Club, wo man mit dem Helikopter zum 400 Meter höher gelegenen Abschlag geflogen wird. Reicht einem dann am 380 Meter langen Par 3 ein einziger Schlag bis ins Loch, ist man um $1 Million reicher. Bis jetzt ist das Kunststück noch niemandem gelungen. Knapp an der Million vorbei, aber so hat man zumindest die Shampoos-Einladung für alle an der Clubhausbar gespart. Das ist nämlich in unseren Breiten Tradition. Das kann teuer werden, wenn der ganze Club geschlossen beim Turnier mitspielt. Glücklich ist, wer dann eine Hole-in-One-Versicherung abgeschlossen hat.
Wenn man es am Platz ein Hole-in-One schlägt, muss man eine Runde zahlen. Wenn es eine größere Runde ist, kann es ins Geld gehen. Es sind alle eingeladen worden auf einen Post, also auf ein Glas Sekt. Es gibt natürlich dann viele, viele Leute, die einen plötzlich glückwünschen und alle kennen einen plötzlich. Auch ein Turnierveranstalter, der gerne eine Attraktion für sein Event haben möchte, kann sich im Falle eines erzielten Hole-in-Ones gegen die Kosten versichern. Gegen eine Gebühr übernimmt dann die Versicherung den Kaufpreis für das Fahrzeug. Und im Endeffekt ist es eine Win-Win-Win-Situation für alle drei Beteiligten. Es ist eine Aufwertung für das Turnier. Ich habe schon ein Boot versichert, ich habe gerade eine Anfrage für einen Ferrari da. Man kann de facto alles versichern, was man will. Sogar in einem Hole-in-One-Club kann man sein Glück versuchen. Leute sollten möglichst vorher in den Hole-in-One-Club eintreten, weil wenn sie da in dem Hole-in-One-Club drinnen sind, haben sie die Möglichkeit, bei jedem Turnier, auf jedem Par 3, für ein Hole-in-One, das sie dort schlagen, 5.000 Euro kassieren. Planen lässt sich so ein Zuverdienst freilich nicht, wenngleich die Geschichte voll von unglaublichen Erzählungen ist. So hat der Engländer Bob Taylor 1974 gleich drei Asse am selben Loch an nur einem Turnierwochenende gespielt. Nach einem Ass in der Trainingsrunde gelang ihm das gleiche Kunststück auch in den beiden Turnierrunden. Übrigens, die Chance auf einer Runde zwei Asse zu schlagen liegt bei 1 zu 67 Millionen. Im Vergleich dazu, die Chance auf einen Sechser im Lotto liegt nur bei 1 zu 14 Millionen. Der Amerikaner Norman Manley gilt als Hole-in-One-Weltmeister. Bereits 59 Mal hat sein Abschlag den direkten Weg ins Loch gefunden. Und im Jahr 2001 sorgt Andrew Mangi auf der US-PGA-Tour für das erste Hole-in-One auf einem Par 4. Kurioserweise wurde der Ball vom Putter des Vordermanns ins Loch gelenkt. Weniger belegte Erzählungen gibt es unter der Rubrik »Hast du schon gehört?« So soll ein asiatischer Diktator seinem Volk die Einfachheit von Golf bewiesen haben, indem er gleich sage und schreibe 18 Hole-in-Ones auf einer Runde gespielt hat. Vom Volk gefeiert, aber eher unwahrscheinlich. In diesem Sinne, gehen Sie auf den Platz, spielen Sie viele Runden und haben Sie Spaß dabei. Das erhöht die Chance auf einen Platz auf der Hole-in-One-Ehrentafel im Clubhaus. Wie steht's um den Nachwuchs? Wie bringt man Kinder zum Sport? In allen Sportarten, glaube ich, gilt das Gleiche. Es braucht begeisterte Väter, auch Mamas, sage ich mal, Trainer, Engagierte, die einmal die Kinder zum Sport bringen. Und Kinder tun sich immer leichter, wenn sie zusammen mit ein paar was machen. Wer bin ich und was sind meine Ziele? Ich bin der Sebastian Mori, ich komme aus Kärnten und mein kurzfristiges Ziel ist eben die Aufnahme ins Herren-Nationalteam. Mein langfristiges Ziel ist es eben später auf professionelle Touren mehr Geld zu verdienen. Wie bin ich zu Golf gekommen? Ich bin zu Golf durch eine Schulfreundin eben gekommen und habe mit 7 Jahren das erste Mal einen Golfschläger in der Hand gehabt. Was bedeutet Golf für mich? Was fasziniert mich? An Golf fasziniert mich eben vor allem der Wettkampf gegen sich selbst und gegen andere und eben die Kombination, da es mir wirklich sehr viel Spaß macht. Welches Vorurteil stört mich am meisten und warum stimmt es nicht? Also was wirklich überhaupt nicht stimmt, ist, dass Golf nur ein Sport für Reiche ist. Das hat sich über die letzten Jahrzehnte wirklich stark verändert und heutzutage kann wirklich schon jeder Golf spielen und soll es probieren. Und jetzt noch ein kleiner Tipp an alle Beginnerinnen, Beginner und Fortgeschrittene. Zum Beispiel mit 3-4 Schlägen eben auf die Runde gehen und eben die Kreativität zu verbessern. Somit muss man mit unterschiedlichen Schlägern auch andere Schläge eben ausführen. Wenn wir gerade beim Golf sind, und das eine Golfsendung ist, Titelverteidigung, Clubmeister heuer, das wäre ganz schön. Wobei, die ist natürlich ein bisschen auf die lockere Art und Weise nehmen. Also, nein, Spaß. Nein, also, ich will einfach gesund sein.
und dann kann ich Dinge machen, die immer wieder toll sind. Ich muss mich selber auch nicht mehr beweisen. Mein Gott, nein. Ist der Entspannte überhaupt da?